So, ihr habt es gehört, meine Herrschaften. Einmal alle aufrücken bis zur Tür. Das ist heute keine Verurteilung, aber auch kein Freispruch des Angeklagten erfolgt, sondern eine Einstellung im Urteil. Das hat zum Hintergrund, dass die Kammer zwar eine Straftat festgestellt hat, nämlich einen Totschlag, an dem sich der Angeklagte beteiligt hat im September 1944, aber der Totschlag heute verjährt ist. Das heißt, er kann nicht bestraft werden, das ist ein Verfahrenshindernis. Nach dem Gesetz ist dafür dann eben eine Einstellung vorgesehen und kein Freispruch. Das war ja.